Moin und willkommen zu Sonnelsüchtig. Ich hoffe, ihr hört was. Es ist ziemlich windig heute wieder. Ich habe mich so versucht, so, ne, in den Windschatten zu stellen. Ja, ich bin endlich draußen. Heute mit dem Simplex mit der Version 2.77. Das heißt also die aktuellste. Und ich werde heute mal so ein bisschen rumtesten, was vor allen Dingen das letzte, also nicht das aktuellste, sondern das davor gebracht hat, auch an Tiefe, an Laufruhe. Ob die Leitwerte wirklich so stabil sind, wie ich es getestet habe. Und ja, wo können wir das besser testen als draußen auf dem Acker. In diesem Sinne, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, wir finden heute irgendwas Spannendes. Deswegen würde ich mal sagen, wir fangen an. Nicht lange schnacken, wir legen los. Ja, das erste, was ich heute machen möchte, ist euch einmal zeigen, wie der Bodenabgleich geht. Ich will zwar nochmal ein explizites Video über den Simplex machen, also von vorne bis Ende, aber da ich heute buddeln will und nicht erklären will oder nicht zu viel erklären will, möchte ich euch das trotzdem zeigen, denn das war wirklich so die häufigste Frage. Stefan, wie geht jetzt der Bodenabgleich, beziehungsweise wie machst du den Bodenabgleich? Wir gucken uns das jetzt mal zusammen an. Ich habe jetzt meinen Simplex mal... Ich muss den hier in den Windschatten holen. Ich habe jetzt meinen Simplex gerade mal angemacht und jetzt suchen wir uns hier eine Stelle, und das klingt schon ganz gut, wo nichts liegt. Das ist wichtig. Also es darf kein Eisen liegen oder sonstiges. Also jetzt nochmal ganz kurz für die Leute, die den Eisenton aushaben. Macht den Eisenton an, sonst hört ihr es nicht. Also, es darf nichts liegen. Und jetzt gehen wir hier in den Bodenabgleich. Das ist der zweite. Also 1, 2 Bodenabgleich, halten den Pinpoint-Knopf gedrückt und jetzt beobachten wir mal die Zahlen. 49, 47, langsames Pumpen, 45, 9, 45, 0, 45, 4. Das heißt, er bleibt also da in der Richtung. Und sobald er so ruhig ist, dass der von den Zahlen her nicht so extrem springt, hier seht ihr jetzt pendel ich ihn aus, es passiert eigentlich nichts, ne? 44, 3. Jetzt ist er fertig. Das ist alles. Wer jetzt aber noch das nachjustieren möchte und ein bisschen einstellen möchte, kann das natürlich noch immer über die Tasten machen. Aber normalerweise reicht der automatische so aus. Also 44,3 ist mein aktueller. Ich laufe jetzt im Feldmodus und danach teste ich den Park 1. Denn der Park 1 könnte für mich ganz interessant sein, weil ich den Pitch ja nicht so mag. Das ist ja beim Deos auch schon so. Ralf mag ja den Pitch über alles, ich nicht. Könnte also passieren, dass ich mich auf den Park 1 einpendel. Der ist auch neu in dieser Version jetzt. Also der ist ja in der vorletzten Version dazugekommen. Das heißt, er geht tief und er hat eine andere Erkennung der Töne. Und das ist für mich cool, weil das erinnert mich so ein bisschen an den AT Pro. Wir haben drei Töne, 0 bis, jetzt muss ich lügen, 0 bis 15, 16 bis 69 und 70 bis 99 haben jeweils einen Ton. Und das ist eher so das, womit ich mich wahrscheinlich einpendeln werde. Und ja, ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal den Feld, gucke generell, was sich verändert hat, ob ich was merke. Und zwischendurch schalte ich dann um. Also, schon wieder viel zu lange gelabert hier. Ich will jetzt los. So, was ich euch zeigen wollte, erstmal läuft der auf volle Lotte. Und wenn ich jetzt meinen Pinpointer zünde, ne, das war ja immer das Problem, aber durchs neue Update... Zack, den Mute-Knopf, und vor allen Dingen das Coole ist, wir sehen das auch auf dem Display, und es war jetzt ein, was war das, ein 26er? Und die erste Münze. Ich bin jetzt schon in den Park 1 Modus gewechselt, weil mir das doch lieber gefällt, wenn die, also erklären wir es andersrum. Im Feldmodus ist es ja der Pitch, das heißt, je näher das Objekt zur Spule, umso höher der Ton. Ich bin aber Gerrit-Läufer von Anfang an gewesen. Das heißt, ich gehe nach Geräusch, also wie klingt ein Ton. Und der Ton muss einem Leitwert gehören. Und das war schon immer so. Deswegen ist es für mich einfacher, mit Leitwerten zu laufen und also Mittelton und Hochton, weil ich dann besser differenzieren kann, in welchem Bereich es liegt. Blöd zu erklären, aber ich glaube, die meisten verstehen, was ich meine. So, und dann kommen die Signale natürlich richtig reingeschleppert. Egal, wie tief oder hoch sie sind. Wo sind die jetzt hin? Ist jetzt reingefallen. Super. Halt, da liegt sie. So. Und ja, das ist eher was für mich. Schön.
Die finde ich jetzt auch nicht so oft hier bei mir. So, hier kann ich euch das ganz gut zeigen. Also, so kommt das im Park rein. Na? Und ich sehe hier, dass es relativ tief ist, aber ich höre es nicht. Und wenn ich jetzt in den Feldmodus gehe, auch volle Sens, seht ihr, das klingt halt ganz anders. Ne? Also ich mag lieber das Direkte hier. Ne? Und jetzt gucken wir erstmal, was es ist. Es klingt, als wenn ein bisschen Eisen mit dran ist. Ich glaube, da irgendwo, wir ruppen das hier mal raus. Müsst ihr mal aufpassen, wo ihr mit dem Mikrofon seid, damit ihr nicht in den Wind reinkommt. Ne? Ich glaube, eine Mumpel oder was ist das hier? Ist das hier? Ne. Ein bisschen aus dem Licht hier. So, da ist es wieder, ne? Zack. Und Ruhe ist. Das ist also auf simpelste Art effektiv gelöst, würde ich mal sagen. Irgendwo hier. Da ist es. Kleines Stück Blei. Ja, wenigstens kommen Signale. Das ist jetzt hier 62, 57, hüpft ein bisschen. Ich muss mich noch daran gewöhnen, dass ich immer gleich den Pinball-Knopf drücke. Was ist das denn? So, das wäre der tiefste Fund bis jetzt. Er ist also schön fast Pinpoint an Länge. Müsste jetzt eigentlich hier in dem Batzen sitzen. Oder ist es ausgefallen? Also irgendwo hier hat es gerade angeschlagen. Also der war schon recht hoch vom Ton. Das Ding hier. Ach, eine Musketenkugel, das Ding. Eine Mumpel. Ja, da unten. Also mir gefällt das tatsächlich besser mit dem Modus. Also Park 1 ist schon cool. Also ist eher was für mich. Ja, normalerweise schalte ich euch ja jetzt immer dazu, wenn ich schon halb raus habe, alleine schon, weil ich dann weniger schneiden muss und weniger Material verbrate. Aber guck mal. Ne? 54, 55. Und wenn wir jetzt in den Feld gehen, ne, seht ihr, das klingt ganz anders. Seht ihr? Ich hoffe, ihr versteht überhaupt was, weil es ist echt mega windig. Also irgendwo da. Ich habe erst gedacht, das ist Hotrock hier. Ich glaube, das ist der. Boah, hier ist aber hart. Guck dir mal diesen Wind hier an. Schön nordisches Wetter hier. Junge, Junge, Junge. Rutscht ihr mich hier ständig. Ah. War gleich schon im ersten drin. Also so 10 cm. Drückt man die Daumen. Also hier, erstmal den. Um ihn lautlos zu machen. Halt. Gucken, ob wir hier ein schönes Bild hinkriegen. Gucken wir mal. Da ist er. Eine Mumpel, würde ich sagen. Jupp, eine Musketenkugel. Ich hoffe, ihr könnt sie sehen. Oder ihn, ich bin noch nicht sicher. Wieder 20er Leitwert. Und es könnte jetzt eine Mumpel sein oder ein Arsenbronzeknopf. Und der ist es nämlich. Schön.
Also ich muss wirklich sagen, mir gefällt das immer mehr, denn es ist wirklich super entspannt. Aber ich muss auch sagen, ich bin schon dreimal losgerannt und habe vergessen, das, den Mute-Modus wieder auszumachen. So, hier ist etwas drin. Was ist das? Das ist ein Regenwurm. Also hier doch, hier, der Regenwurm passt wieder auf. Ist euch das mal aufgefallen? Das, oh, hier ist was. Was ist das? Dass ganz viele Regenwürmer immer an den Objekten sitzen. Total komisch. Ich glaube, das war auch ein Knopf. Sieht so aus. Ein Stück Knopf. Ne? Ist er beleidigt hier? Ja, mit dir ins Loch. Ja, so super stabil ist der Leifert also noch nicht. Und deswegen sage ich ja immer, Lufttests sind was anderes wie Bodentests. So, warte mal, ich muss mal einen Spaten wegmachen. Und zwar, hier liegt irgendwo was. Warte, so, hier ist besser. Ne? 68, 72, 66. Und von hier. Na, da springt er richtig rum. Das kann jetzt natürlich sein, dass da irgendwas dran ist. Das wissen wir ja nicht. Deswegen habe ich ja den Eisenton auch mit an. Zwar auf niedrigster Lautstärke. Aber er ist dran, damit wir solche Unterschiede hören. Na, okay. So. Jetzt gucken wir einfach mal. Meine Herren, hier, guckt mal. Müsst ihr denn jetzt gerade drehen? Mal gucken. Eine Plombe. So, die dürfte eigentlich stabil reinkommen, ne? Seht ihr? Also das, es gibt ja nicht nur gute Sachen zu berichten. So, jetzt gucken wir, jetzt packen wir die Plombe mal ein. Und jetzt gucken wir mal, ob vielleicht noch was anderes ist. Warte mal. Ja. So. Er zappelt generell ein bisschen rum. Aha, guck mal. Habt ihr gesehen, da war gerade ein Vierer. Also irgendwas hat ihn hier noch gestört. Da, irgendwas war hier noch, ne? Also. Ne, hier ist generell irgendwie ein bisschen störig. Vielleicht lag das damit zusammen, man weiß es nicht. Wir beobachten das mal. Bin ja mal gespannt. 59er. Seht ihr, ich vergesse das auch immer noch. Ein 59er. Ich hoffe ja. Oh. Da ist eine Münze. Da ist eine kleine Münze. Und zwar eine Scheidemünze. Würde ich jetzt mal behaupten, weil die so dünn sind. Und die ja doch schon ein oder. Ey. Irgendwie wollen die alle zurück. Cool, Münze Nummer 2. Und die kam diesmal sauber rein. Ein 69er. Haben aber auch wieder springt rein. Ich glaube, dass flachere Sachen springend reinkommen, weil die Musketenkugeln waren eigentlich relativ sauber. Jetzt wieder was Flaches ist. Das? Okay, also wieder was Flaches. Weil normalerweise dürften die eigentlich nicht springend reinkommen. Ja, Patronen hier von der Schrotflinte. Also das haben sie wohl noch nicht ganz in den Griff gekriegt, aber das ist ja auch, ich sag mal, nicht so super schlimm. Weil sobald man ein bisschen raus hat, wird es besser. Aber ist natürlich nicht Sinn der Sache, jedes Mal bei den Leitwerten zu raten. Ne? Lohnt es sich oder lohnt es sich nicht? Ich beobachte das mal weiter, weil meistens war es ja immer nur so um 10, wobei das viel ist. Und dann immer nur, wenn es tief lag. Ich habe jetzt wieder so einen Ton wie gerade, wo es eine Münze war. Also 66, 67. War jetzt nicht unbedingt tief. Da ist wieder der Regenwurm.
Der Regenwurm hat es wieder behütet. Das muss ja dann irgendwo hier jetzt sein. War das versteckt? Halt. Das ist es nicht. Ich sehe auf jeden Fall einen flachen Abdruck. Hä? Oh Leute, ich werde alt. Wo ist es denn? Hier drin? Was soll jetzt hier irgendwo sein? So. Also, ihr sucht jetzt mal. Da. Das sag ich doch. Da ist er. Diesmal können wir noch ein bisschen drauf erkennen. Ja, ich weiß, rumreiben. Ein Pfennig von 1856. Sehr schön. Also, das ist relativ stabil bei Münzen. Sehr schön. Ja, sehr schön. Oh, die habe ich noch gar nicht mit dem Wappen. Muss ich mal genauer gucken. Hallo. Hat doch gerade noch gepiept. Wo ist es hin? Halt, ich hab's reingeworfen. Ich hab's reingeschmissen. So, jetzt aber. Das? Das wollte gerade sagen, das ist kein Hot Rock. Oh! Ein Zinker. 10 Pfennig. Die sind ja leider immer kaputt. Und ja, zu retten sind die eigentlich auch nicht. Dann siehst du nämlich gar nichts mehr, dann bröseln sie dir komplett auseinander. Schade. Aber man sieht, es kommt immer was, ne? Also verlasst euch nicht darauf, wenn irgendwer sagt, das Feld ist abgesucht. Irgendwas geht immer. Das ist so scheiße windig heute hier wieder. Ich muss mir mal einen anderen Pfiffi besorgen für das Mikro, glaube ich. So, also, gleiches Spiel wie gerade. 66, 69. Und wenn wir uns ein bisschen drehen, ne, dann fällt er so ein bisschen runter auf 72. Also es könnte wieder eine Münze sein. Und zwar eine kupferne dünne. Das ist eine Münze. Und schauen mal. Habibi, Habibi, sagt mein Chef immer. Der läuft mit der Phoebe, obwohl jetzt auch mit dem Simplex. Und der ist ja auch Schatzsucher. Mal gucken. Hier drin. Ein Stück Lappe. Naja, ich habe ja letztens erst drei hier gefunden. Naja, gut. Na gut, dann halt nicht. Ein 42er im Loch und es ist ein Regenwurm da, zwei Regenwürmer. Das ist eigentlich das ist voll die geile Idee, ne? Also für die Angler unter euch. Immer Dose dabei und die Regenwürmer einsammeln. So, mal gucken, ob es noch eine Münze wird. Ah, es ist eine Plombe. Naja, immerhin. Also heute kann ich mich nicht beschweren. Lieber Sven, wenn du das siehst, ich kann nichts dafür, dass heute nur Münzen kommen und keine Knöppel, so wie bei uns. Ne? Lag auch nicht an dir. Nein, lag wirklich nicht an dir. Ein 46er. Ziemlich weit unten. Oh, ich wollte gerade sagen, klingt wie eine Münze. Klingt wie eine Münze, sieht aber aus wie Scheiße. Verdammt. Verdammt. Das wird jetzt einer der letzten Funde sein, weil langsam wird es frisch hier und ich bin ja noch in T-Shirt. Ist auch zeitgleich der höchste Leitwert. Also normalerweise sagt man ja immer Alu oder Eisen. Aber es ist noch nicht zu hoch für Aluminium, also 75er. Und ich höre auch nichts raus, dass es Eisen sein könnte. Ja, mal gucken. Mal gucken. 91,95 zeigt er jetzt an. Okay, das ist schon ziemlich hoch. Natürlich ist das jetzt eine fette Silbermünze, über die ich mich sehr freuen würde und kein blödes Stück Eisen. Immer noch nicht draußen.
hoffe, ich habe was angekratzt. Na gut, dann müssen wir mal ins Loch. So, ich hoffe, ihr seht ein bisschen was. Dass das hier im Rand war. Halt. Hier muss man immer vorsichtig sein, wenn es so hart ist, dass man den... Oh, da war's. Irgendwas war da, glaube ich. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Abzeichen oder sowas. Aber was war denn hier jetzt? Aua! Schnauze! Was war denn hier jetzt noch? Oder war das nur... Ach, das war der Abdruck von dem Ding. Ich drehe mich mal so. Seid ihr da unten? Na, Anhänger. Ich glaube, hier ist was drauf hier vorne. Ich glaube, das ist hinten und das ist vorne. Ich putze mal. Ja, das soll es also gewesen sein. Eine richtig erfolgreiche Runde mit dem Simplex und dem neuesten Update, also der 2.77. Und viele von euch wollten ja wissen, wie sich das Update schlägt. Also wie ist es im Vergleich zum vorherigen? Besser, schlechter? Soll ich updaten, soll ich nicht updaten? Also ich kann nur sagen, Leute, die Maschine wird dadurch nicht schlechter, wenn ihr sie updatet, sondern besser. Alleine mit dem vorletzten Update haben wir ja mehr Tiefe bekommen, neuen Modi, Mineralisierungsbalken und vieles mehr. Das habe ich euch ja alles schon gezeigt. Und auch mit dem letzten Update jetzt die Mute-Funktion für den Detektor. Das heißt, dass er komplett stumm wird mit einem Knopfdruck. Ist mega cool. Ich muss aber gestehen, ich bin 3, 4, 5, 12 Mal losgelaufen, indem er noch im Mute geschaltet war. Das ist reine Gewohnheitssache, wenn man sich, glaube ich, angewöhnt, nachdem wir geortet haben, den Mute-Knopf drücken, den Pinpointer anmachen und sobald wir den Pinpointer ausmachen, den Mute-Knopf wieder drücken, dann ist alles gut, dann macht das auch wirklich Sinn und macht Spaß. Ansonsten, ja, hat mir mega gefallen. Was sie noch nicht so in den Griff gekriegt haben, was aber wirklich Meckern auf hohem Niveau ist, ist halt wirklich... die Leitwertstabilität, das kennt man aus der A-Serie zum Beispiel besser oder AT Pro war da auch Bombe drin. Pinpointen und Leitwerte. Das ist hier noch nicht so, aber ich sag mal, wir reden hier über ein 300-Euro-Gerät, was eigentlich Beginner-Einsteigerpreis ist und da gibt es weitaus schlimmere Sachen als einen mega stabilen Leitwert. Vielleicht arbeiten Sie noch dran und gucken wir mal. Also, updatet eure Maschinen. Wie ihr das macht, verlinke ich euch hier. Und dann natürlich der Fund des Tages war für mich tatsächlich dieses Abzeichen, ich habe es euch mal ein bisschen sauberer gemacht, das ist vom Jägerbataillon. Ihr wisst, ich habe von WW2 nicht wirklich Ahnung, aber Fund des Tages und wir gucken uns jetzt nochmal an, was generell alles gekommen ist. Ja, einmal die Fundzusammenfassung. Wir starten mal mit dem größten Teil und zwar ist das Standardjäger Nummer 7, Westfalen Jägerbataillon. Finde ich richtig cool, also ihr wisst ja, ich finde sowas absolut selten. Und habe da nicht wirklich Ahnung von, aber die ersten habe ich schon angeschrieben und gesagt, das ist sofort erkennbar, das ist das und das. Wollten es mir auch gleich abkaufen, von mir aus können sie das auch gerne tun, denn ja, ich habe da eigentlich nicht so wirklich Verwendung für, aber trotzdem zeitgenössisch und ja, Zeitzeuge. Dann gucken wir uns mal an, also ihr seht, es ist relativ viel los dieses Mal, also für 2 Stunden bin ich echt überrascht. Viele werden lachen, warum der hier liegt, aber es ist tatsächlich der erste Wurstzipfel dieses Jahr und die scheppern auch immer extrem laut. Dann haben wir hier also ein paar Münzen gefunden. Hier diese 1 Pfennig, die hatte ich euch ja schon gezeigt, die richtig schön sind. Dann haben wir hier ein paar normale. Hier sieht man nochmal das Wappen ein bisschen von der Scheidemünze. Ja, dann die üblichen Verdächtigen. Dann haben wir ja hier ein paar Zinker. Dann die Doppelplompen. Das heißt, dieses Teilchen gehört hier nur ran. Das habe ich 20 cm weiter drüben gefunden, Arsenbronzeknopf, normaler Knopf, 2 Musketenkugeln und was ich noch nicht so wirklich weiß, ist das Ding. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ja, was mega Interessantes ist, aber man weiß das nicht. Das werde ich mal in meiner Gruppe noch posten und falls was bei rumkommt, euch berichten.
Ja, wie ihr gesehen habt, richtig gute Runde, zumindest für meine Felder hier. Wir haben Münzen aus allen möglichen Jahren, wir haben ein Abzeichen gefunden, die üblichen Verdächtigen. Und ja, das zeigt mal wieder, dass der Simplex sich recht gut schlägt. Wie ihr den updatet, werde ich euch hier oben nochmal verlinken, damit ihr auch keine Angst haben müsst, das Update zu machen. Und ja, wenn ihr wollt, abonniert hier den Kanal und dadurch erfahrt ihr immer, wenn was Neues kommt. Das heißt, über Updates, über neue Geräte, Tests, Feldtests oder Einstellungsvideos oder einfach nur Buddelvideos. Und ja, würde mich freuen. Also in diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal. Immer sonnensichtig bleiben und allzeit gut fahren.